Am Wort ist der Herr Abgeordnete Magister Georg Bürstmeier. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Herr Präsident, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus, meine Damen und Herren. Es sind tatsächlich nur vergleichsweise kleine Änderungen, die wir heute diskutieren, aber sie tragen dazu bei, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit und die Justiz weiter gut funktionieren können, dass sie flexibler reagieren können, je nachdem, wie sich die gesundheitliche Lage weiterentwickelt, und dazu, dass das Werkel weiterläuft, dass das System nicht stehen bleibt, dass das große Stück von der Gerechtigkeit jeden Tag neu auf der Bühne zur Aufführung kommen kann. Ich habe während meines Studiums ein halbes Jahr im Theater gearbeitet, und zwar als Lichttechniker. Und mit dem Licht am Theater ist es so, wenn du es richtig machst, dann merkt es keiner. Aber wenn du es verbockst, dann ist es auf der Bühne finster, dann geht gar nichts. Justiz- und Verwaltungsgerichtsbarkeit liefern das Licht für Transparenz, für den Rechtsstaat, für Gerechtigkeit und letzten Endes für jedes Stück, das auf der Bühne der Demokratie gegeben wird. Und ich bin deshalb sehr froh, dass dieser Bereich im Justizausschuss so sachlich und unaufgeregt und lösungsorientiert diskutiert wird, weil von der Vorsitzenden Steinacker abwärts alle Fraktionen zu dieser Sachlichkeit beitragen. Und ich denke, wir sind alle froh, dass es nach Jahren des Halbdunkels wieder gelungen ist, die Gerichtsbarkeit in all ihren Formen ausreichend zu finanzieren. Dass wir also sozusagen wieder genügend Strom haben, um diese Bühne auszuleuchten. Das war uns Grünen ein zentrales Anliegen in den Regierungsverhandlungen, und wir werden weiter darauf schauen, dass sie funktioniert, unsere Justiz. Es mag sein, dass das dann kaum jemand merkt, so wie am Theater, wenn du als Lichttechniker alles richtig gemacht hast. Und dann ist es gut. Nächster Redner ist der Abgeordnete Magister Christian Tropitsch. Bitte schön, Herr Abgeordneter.